Liebe Kolleginnen und Kollegen, kennen Sie noch die Zeiten früher, wo ja alles besser war? Da hatte man vor 10, 15 Jahren eine Stelle ausgeschrieben in der Tageszeitung, Kleinanzeigen für 20, 30 Mark. Und dann bewarben sich mit solchen Mappen A4 20, 30, manchmal 80 Leute auf eine einzige Stelle. Man konnte auswählen nach Noten, Zeugnissen, nach den Fotos, was man wollte und dann die Gespräche führen. Aber heute bekommt man vielleicht 4, 5 Bewerbungen auf eine gewöhnliche Anzeige, vielleicht auch gar keine. Und dann hat man da Kandidaten, Kandidatinnen, die fragen, warum soll ich denn bei Ihnen arbeiten? Und auf einmal hat sich das Blatt gewandelt und das schon seit einiger Zeit. Die Rechtsanwaltsfachangestellten, Rechtsfachwirte können sich aussuchen, wo sie arbeiten. Und für die Anwälte stellt sich jetzt die Herausforderung, wie finde ich gutes Personal, aber vor allem, wie halte ich es denn? Die Rechtsanwaltsfachangestellten, die bei uns arbeiten, haben alle vorher in anderen Kanzleien gearbeitet und in vielen Fällen aus einem bestehenden Arbeitsverhältnis heraus gekündigt, weil sie zu uns gewechselt sind und sind immer noch da. Schauen wir uns mal an, warum. Wenn Juristen mit dem Problem konfrontiert werden, dass Mitarbeiter kündigen, die eigentlich nicht kündigen sollten, dann wäre es naheliegend, nach einer juristischen Lösung zu suchen. Also beispielsweise Klauseln im Arbeitsvertrag, 5 Jahre Kündigungsfrist, wahrscheinlich nicht wirksam. Oder man könnte vielleicht Rückzahlungsklauseln aufnehmen, die also vorsehen, dass der Mitarbeiter, der abtrünnig werden will, wahnsinnig viel Geld zurückbezahlen muss für Gratifikationen oder Ausbildungsvergütungen, Kosten, die angesammelt worden sind. Aber auch das funktioniert nicht auf Dauer und man sieht dann an der Stelle, dass diese Spätindikatoren wie hohe Fluktuationen ein Problem aufzeigen, was viel schwerer zu bekämpfen ist, jedenfalls nicht so kurzfristig mit irgendwelchen juristischen Winkelzügen. Und da werden jetzt manche Kollegen sagen, meine Güte, muss ich mich jetzt auch noch um Mitarbeiterzufriedenheit kümmern? Das war doch früher auch nicht so nötig. Und die Antwort lautet, ja, das müssen wir tatsächlich. Ob jetzt aus intrinsischer oder extrinsischer Motivation. Wer also nicht alleine mit seinem Dragon arbeiten möchte und auch noch Mitarbeiter in seiner Kanzlei haben will, kommt auf kurz oder lang nicht herum, sich Gedanken darüber zu machen, warum sie gerne bleiben, was die Gründe dafür sind, dass sie gehen. Vergütung ist natürlich ein wichtiger Faktor, der immer wieder auch genannt wird und viele Arbeitgeber glauben, dass sie damit es auch schaffen können, ihre Mitarbeiter zu halten. Vergütung ist ein Hygienefaktor. Das bedeutet, man muss ein bestimmtes Niveau erreichen, ansonsten ist es extrem störend. Aber wenn dieses Niveau einmal erreicht ist, ist Vergütung nicht geeignet, andere Störfaktoren zu kompensieren. Wenn die Stimmung schlecht ist, bleibt man auch bei einer guten Vergütung möglicherweise nicht bei dem einen Job, sondern wechselt trotzdem, obwohl vielleicht sogar die Vergütung schlechter oder nicht besser ist, zu einer anderen Stelle. Als Kanzlei im IT-Recht können wir es uns natürlich leisten, ordentliche Vergütungen zu bezahlen. Gleichwohl gibt es Kanzleien, die mehr bezahlen als wir. Was wir aber darüber hinaus noch machen, sind Kleinigkeiten, wie zum Beispiel die Barbezugsgutscheine, die man im Laden einlösen kann, bis maximal 44 Euro im Monat. Corona-Bonus 1500 Euro war eine einmalige Sache, aber natürlich haben wir das sofort gemacht. Dienstwagen für Rechtsanwaltsfachangestellte, genauso für Anwälte. Mit den heutigen günstigen Leasingraten ist das auch kein besonders großes Vermögensopfer. Wir machen Ausflüge. Alle 2 Jahre sind wir in eine andere europäische Stadt gefahren. Das sind Kleinigkeiten, die am Schluss gar nicht mal teurer sind, als wenn man ein wahnsinnig hohes Gehalt bezahlen würde. Anständige Bezahlung, ordentliche Arbeitsmittel, das ist eigentlich selbstverständlich. Das, was aber viel schwieriger ist, obwohl es so leicht gesagt ist, ist die Wertschätzung. Und derjenige, der sagt, oh, Wertschätzung, da sind wir ganz prima, der hat wahrscheinlich schon verloren, denn Wertschätzung ist eine tägliche Herausforderung und man muss sich da auch selbst immer wieder selbstkritisch hinterfragen und sich verbessern, weil man eigentlich immer wieder auch da drin zurückfallen kann. Ein Aspekt bei uns ist zum Beispiel die Verteilung der Aufgaben. Unser Grundsatz ist bei unserer Kanzlei, wenn etwas nicht unbedingt ein Jurastudium erfordert, dann sollte es auch eine Rechtsanwaltsfachangestellte tun. Und da gibt es viele Potenziale, was Kollegen manchmal brach liegen lassen, denn Rechtsanwaltsfachangestellte bringen schon aus ihrer Ausbildung eigentlich ja die Fähigkeit mit, selbstständig Schriftsätze zu fertigen, selbstständig auch mit Mandanten zu sprechen. Und das kann man fördern, weil natürlich nicht jeder aus der Ausbildung perfekt ist, eine Klageschrift zu schreiben. Aber wenn man sich ein bisschen mehr Zeit nimmt und nicht einfach nur den Schriftsatz schnell runterdiktiert, dann kann man da Potenziale heben, die großartig sind und sowohl den Mitarbeitern Spaß machen, als auch dem Anwalt, der dann eine zusätzliche Ressource nutzen kann. Es soll ja Kanzleien geben, wo Anwälte und Rechtsanwaltsfachangestellte nicht gemeinsam zu Mittag essen, wo es sogar ausdrücklich nicht gewünscht ist, dass sie sich miteinander befreunden. Und da muss man sich natürlich nicht wundern, dass in diesen Kanzleien jetzt keine besonders starke emotionale Bindung zum Unternehmen entsteht.
Es klingt total gönnerhaft, wenn man sagt, Rechtsanwaltsfachangestellte sind auch Menschen. Das klingt gerade so, als würde man sagen, ja, die müssen auch Luft zum Atmen haben und was essen. Aber das, was ich eigentlich damit sagen will, ist, sie haben Fähigkeiten aufgrund ihres Menschseins und nicht aufgrund ihres Studiums. Und manche Sachen können sie besser, zum Beispiel Menschen einschätzen. Wenn ein Mandant anruft und seinen Fall heranträgt, und wir können momentan längst nicht alle Fälle annehmen, die an uns herangetragen werden, dann ist es mir wahnsinnig wichtig, Jessica zu fragen, was war das für ein Mensch? Glaubst du ihm die Geschichte? Werden wir mit diesem Mandanten Schwierigkeiten haben oder nicht? Und das sind Einschätzungen, die jemand mit Berufserfahrung, aber vor allem mit Menschenkenntnis manchmal besser treffen kann als ein Rechtsanwalt. Der Markt hat sich verändert. Und das ist eine Chance für alle Parteien. Rechtsanwaltsfachangestellte haben wesentlich bessere Möglichkeiten heutzutage, sich ihre Stellen auszusuchen. Und das ist auch gut so. Einige verlassen die Stellen, die ihnen nicht mehr gefallen. Viele sind auch relativ treu und loyal und bleiben bei den Arbeitgebern, bei denen sie schon lange waren. Aber es gibt jetzt eben die Chance, dass sich Rechtsanwaltsfachangestellte neu orientieren, sich bessere Jobs suchen und die Anwälte dazu zwingen, sich zu reflektieren, zu überlegen, was muss ich eigentlich an meinem Betrieb ändern, um die Leute noch bei der Stange zu halten. Und auf der anderen Seite haben Anwälte, die etwas zu bieten haben, die Chance, hervorragende, qualifizierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu akquirieren.